Leute, was geht? Hier ist wieder der Geist. Heute möchte ich euch zeigen, wie die Winterfest-Herausforderung, und zwar die Tanze bei Weihnachtsbäumen an verschiedenen benannten Orten, 5 Stück lösen könnt. Hier zeige ich euch alle 5 Standorte, Leute. Das Ganze mache ich am besten hier bei Creative, damit ich nicht getötet werde. Baum Nummer 1, Leute, ist bei Misty Meadows. Und zwar sehen wir den schon genau hier, so am Leuchten. Ihr geht einfach dahin und macht irgendeinen Tanz. Da das jetzt bei Creative ist, bei mir wird das nicht angezeigt, aber bei euch müsste dann stehen jetzt einer von 5. Und jetzt gehen wir mal direkt zum nächsten. So Leute, der zweite Baum ist hier bei Holly Hedges. Hier in der Ecke sieht man wieder ganz klar an dem leuchtenden Baum mit den ganzen Geschenken drunter. Einfach einen Tanz und schon habt ihr 2 von 5. Weiter geht's zum dritten. So, und zwar Leute, der dritte Baum befindet sich bei Retail Row. Hier in der Mitte direkt. Mit dem goldenen Lama oben drauf. Einmal tanzen und ihr habt 3 von 5. Weiter zum vierten. Der vierte Baum, Leute, befindet sich bei Salty Springs. Direkt hier links. Und somit habt ihr auch den vierten Baum. Das müsst ihr alles in verschiedenen Matches machen, Leute. Einfach wieder tanzen. Irgendein Emote. Und weiter zum fünften. So, Leute, der fünfte Baum befindet sich im Pleasant Park. In der Mitte von der Stadt. Quasi. Rechts neben dem Fußballfeld. Und zwar genau hier. Ihr tanzt ja auch einmal, Leute, wenn ihr das alles gemacht habt in verschiedenen Matches, dann habt ihr die Herausforderung gelöst. Aber es gibt noch einen sechsten Platz, Leute. Den zeige ich euch jetzt auch nochmal. Also es gibt insgesamt 6 Weihnachtsbäume. Hier habt ihr schon mal alle 5 und ich zeige euch nochmal den letzten Weihnachtsbaum hier. Und zwar, Leute, ist der sechste Baum hier bei Lazy Lake. Relativ weit rechts von Lazy Lake. Und hier einfach auch tanzen und ihr habt alles. Falls euch das Video gefallen hat, Leute, lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ich hätte besser machen können oder was für Videos ihr euch wünscht auf meinem Kanal. Ansonsten würde ich mich immer über ein Abo freuen, ein Like und eventuell, wenn ihr meinen Creator Code Geist im Item Shop eintragt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.